Tag zusammen, DJ Vincent aus Frankfurt. Herzlich willkommen zum Expertentalk Nummer 3. Und für diesen Expertentalk habe ich mir wieder einen Gast eingeladen aus dem, ich glaube, es ist Siegerland, ne? Richtig. Wunderbar, Marco Maribello, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja. Ich habe den Marco heute eingeladen aus zwei Gründen. Der eine Grund, der Marco hat meinen Kanal abonniert und es ist heute genau 10 Jahre her, dass du den Kanal abonniert hast. Ja, richtig. Du bist mir damals aufgefallen, weil ich mich mal umgeschaut habe im Frankfurter Raum und irgendwie kam dann dein YouTube-Kanal in die Quere, beziehungsweise mir auf dem Bildschirm und dann lässt man natürlich kollegial da ein nettes Like da und abonniert das Ganze natürlich. Vielen auch. Dank. Ja, vielen Dank. Du bist mir aufgefallen, wenn ich jetzt mal zurückschaue, natürlich durch deine Videos, gar keine Frage, aber natürlich auch durch diesen, ich nenne das jetzt mal Disput mit Fossi. Also einen Disput habe ich nie daraus gemacht. Ich will da auch gar nicht lange drauf eingehen, denn Fossi hat da eine ganz schlimme Situation in seinem Leben meistern müssen. Er ist jetzt mal wieder aufgetaucht und ich wünsche ihm wirklich alles, alles Gute. Von uns beiden auf jeden Fall. Fossi, für den Fall, dass du das siehst, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber auf jeden Fall alles, alles Gute für dich, dass es wieder bergauf geht. So, und jetzt kommen wir aber wieder mal zurück zu dir. Ich würde dich bitten, stell doch mal dein Unternehmen ganz kurz vor. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, die ich auf deiner Webseite gefunden habe. Aber ich möchte dir erstmal das Wort geben. Stell dich doch mal ganz kurz vor, stell mal dein Unternehmen vor. Was hast du für einen Hintergrund? Ja, also mein Unternehmen aus der Veranstaltungstechnik ist jetzt 22 Jahre alt. Und gegründet einfach aus einer DJ-Aktivität heraus, aber eben mit dem Background dahinter, dass ich früher bei Behringer gearbeitet habe in den Anfängen und da sehr viel technisches Wissen, Know-how, Kontakte hatte in die Welt zu Künstlern, zu Musikern, auch zu Technikern und dieses Wissen ist dann die Hilfe gewesen, aus dem DJ-Business so ein bisschen rauszutreten und daraus, sage ich mal, so ein ganz kleines Veranstaltungstechnikunternehmen zu machen. Mit dem Hintergrund, dass man da einfach das, was man aus Leidenschaft gemacht hat, auch zu professionalisieren, sich das Wissen immer weiter anzueignen, was notwendig ist für Sicherheitsaspekte und ja, da habe ich nie nachgegeben, auch wenn manche mich da immer noch als DJ belächeln. Der fundierte Background ist auf jeden Fall da und das zählt. Und hier habe ich damit Erfolg. Wir haben bei uns im Team mittlerweile 6 Leute, 4 DJs und Technik, Elektrotechnikmeister ist dabei, ein Tonstudiomeister, den ich schon bestimmt jetzt auch 20 Jahre kenne, mit dem ich auch schon Kooperationen hatte und Musikstücke produziert habe. Ja, all das ist natürlich gewachsen über die Zeit. So über die Lagerausstattung will ich eigentlich online nicht so viel sagen. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Ja. Aber ich sag mal, für den Materialbestand hätte man auch locker schon ein Häuschen bauen können. Und ja. Damit hast du im Grunde genommen auch schon eine von meinen Fragen beantwortet. Im Detail drauf eingehen. Ja, genau. Aber damit hast du eigentlich auch schon eine von meinen Fragen beantwortet. Hast du Mitarbeiter und wie viele Mitarbeiter hast du? Ja, hast du und es sind 6. Weil auf deiner Webseite bist natürlich erstmal du, ganz klar. Auch als Namensgeber für Maribello Entertainment. Aber es war mir natürlich irgendwie klar, dass da noch ein Team dahinter sein muss. Aber sind das jetzt, freie Mitarbeiter oder sowas? Ja, also ich bin da sehr schlank aufgestellt. Ich habe ausschließlich freie Mitarbeiter, die fest für mich arbeiten. Die sind natürlich auch manchmal anderswo unterwegs oder in anderen Regionen. Das ist auch völlig legitim.
Aber wenn man da verlässliche Leute hat, dann ist man über, sag ich mal, Jahrzehnte zu einem Team zusammengeschweißt und ist auch loyal im Umgang miteinander. Also da nimmt jetzt keiner dem anderen einen Kunden weg oder sowas, sondern wir sind da fair miteinander, unterstützen uns, auch jetzt in der Corona-Situation und aber auch sonst, wenn Veranstaltungen sind, helfen wir uns da gegenseitig. Und ja, alles ist auf freiberuflicher Basis. Das ist auch Gott sei Dank so ein bisschen jetzt meine Rettung. Denn wenn ich da 4 oder 5 Leute bezahlen müsste, wo keine Einkünfte sind oder relativ geringe Einkünfte, dann wäre jetzt die Firma so nicht mehr existent. Das kann ich schon sagen. Und da machst du schon wieder die Überleitung zum nächsten Thema oder zum eigentlichen Thema dieses Experten-Talks. Da merkt man deine Moderatoren-Skills. Ich habe dich vor allen Dingen eingeladen, weil ich auf deiner Facebook-Seite viele Posts gesehen habe, wie du im Moment so dein Geschäft machst. Und das hat sich natürlich verändert, Corona-bedingt, ist ja ganz klar. Und zwar habe ich bei dir gesehen, du produzierst Mitmach-Bewegungsvideos. Das fand ich eine ganz Ja, spannende das Sache. ist Erklär ein. doch mal ganz kurz, worum geht's da und vor allen Dingen auch, was mich natürlich interessiert, wie kam dieser Kontakt zustande? Ja, wie entstand das Ganze? Also, es ist ja so, dass Veranstaltungstechnik und Medientechnik sehr nah beieinander liegen. Meine Qualifizierung kommt aus der Medienlandschaft. Das ist das, was ich auch damals bei Behringer gemacht habe: Medien- und Marketingkram. Dadurch ist natürlich auch ein gewisser Teil der Ausstattung, die wir im Unternehmen Maribello haben, Medientechnik, Videotechnik, zum Teil Displaytechnik, alles, was man so, sage ich mal, für Konferenzen braucht. Und das Material ist natürlich jetzt ganz weit vorne im Lager, dass man es immer wieder schnell abgreifen kann. Es sind noch ein paar Sachen wie so ein Atem-Switcher, der ja mega ist. Also da auch danke an die Firma Blackmagic, dass die so ein Produkt auf den Markt geworfen haben. Dadurch ist viel möglich geworden für uns. Und die Kameratechnik ist da. Alles, was man so braucht, da Mischpulte, Mikrofone, ist eh im Bestand. Und wir haben es jetzt einfach clever genutzt und nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Und haben dadurch verschiedenen Kunden auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie im Alltag ihr eigenes Business nach vorne bringen können, aber auch Sportvereine, Plattformen geboten oder technische Hilfe, wie man da in der Pandemiezeit mit ihren Vereinsmitgliedern umgeht, was kann man ihnen bieten. Du hast gerade angesprochen, diese Mitmachgeschichten, das ist meine Frau und aus dem Umfeld meiner Frau entsprechende Leute, die da aktiv geworden sind und Ideen hatten, wo natürlich dann meine Hilfe dankbar angenommen wurde, um dieses Projekt voranzutreiben. Und wir haben es tatsächlich geschafft, in dieser Pandemiezeit, auch vor dem zweiten Lockdown, also den ganzen Sommer letzten Jahr, haben wir so viele Videos gedreht, dass wir jetzt schon sagen können, dass wir in unserer Region Südwestfalen das größte Online-Sport-Video-Archiv kreiert haben aus dem Fitnessbereich. Da haben wir weit, weit mehr Videos produziert als Fitnessstudios, große Ketten, die hier auch vor Ort vertreten sind. Wir haben einfach sofort den Puls der Zeit aufgenommen und waren die Ersten, die sowas geboten haben und haben natürlich auch da verschiedenste Presse-Honorierungen bekommen. Wir Ich gelesen. waren mit den Beiträgen im WDR, Fernsehen zu sehen. Die Zeitungen haben alle darüber berichtet hier. Ja, das sind dann so Sachen, die dabei herauskommen, wenn man einfach den Kopf nicht in den Sand steckt. Im Grunde genommen hast du alle meine Fragen schon beantwortet. Das ist ganz furchtbar. Weil Ja, es ging wir haben mir. natürlich nicht nur. Wir haben natürlich nicht nur im Sportsektor einiges gemacht, wir haben auch zum Beispiel die lokalen Kirchengemeinden und Orte hier unterstützt, denen kleine Workshops angeboten und auch Dinge einfach mal mitgebracht und gezeigt, hey, so könnt ihr euren Gottesdienst jeden Sonntag livestreamen. Das hat mit ganz kleinen, preiswerten Lösungen angefangen, ist mittlerweile auch im Zuge der Technikaufrüstung bei den Kirchen gewachsen und da gibt es jetzt auch Multikamera-Setups, wo man dann 2 oder 3 Perspektiven einfangen kann. Auch da haben wir unterstützt und wir bieten auch
jetzt immer noch ja, Betrieben, Handwerksbetrieben oder auch Einzelhändlern, die ihre Kunden erreichen wollen, Chancen und Perspektiven, dass wir auch dort mit Video-Livestreams, ob über Zoom, ob über YouTube, Facebook, Twitch oder andere Video-Call-Plattformen, haben wir da die Möglichkeit auch zu unterstützen und mit kleinen Paketen zu überschaubaren Budgets auch da Möglichkeiten zu bieten, wie Business-Geschäfte ihre Endkunden besser erreichen oder informieren. Ja, ein wahnsinnig wichtiger Faktor, weil dieser direkte Kontakt zu den Kunden, der fehlt ja jedem im Grunde genommen. Ja, also ob es Ja, jetzt die Persönlichkeit vor allen Dingen, ne? ja, Das also du kannst nicht mal eben zum ist ganz Schreiner oder wichtig. zum Elektromeister nebenan gehen und fragen, hier kannst du mir das mal reparieren. Also da hat, glaube ich, jeder im Moment Hemmung, überhaupt irgendwo hinzugehen, weil weiß er gar nicht, ist er überhaupt da oder darfst du überhaupt raus, musst du eine Maske tragen? Also da gibt es im Moment so viel Hemmschwelle, da stelle ich mir schon schwierig vor. Und wenn dann aber jemand wie du kommt und sagst, pass auf, ich biete dir eine Plattform, ich biete dir die Technik dazu und ich biete dir hinterher am Ende des Tages ein fertiges Produkt, nämlich Videos, mit denen du deine Kunden am Ende des Tages wirklich erreichen kannst. Ja. Ja, auch die Konzepte dahinter. Also das ist ja nicht nur, dass man jetzt die Technik hat und verkauft die Technik den Leuten, sondern es sind dann die fertigen Konzepte, die dann nicht nur eben die Technik beinhalten, sondern auch, wie erreiche ich meine Zielgruppen in der Werbung vorab, ne? Wie mache ich Okay. meinem Kundenkreis schmackhaft, sich doch mal in so einem geschlossenen Zoom-Meeting einzuwählen, was ja super kinderleicht ist. Das können auch 50-, 60-Jährige machen. Sie brauchen ja nur so wie wir jetzt gerade, du schickst mir einen Link, ich klicke drauf, zack, sind wir verbunden. Das ist ja kein Hexenwerk mehr. Also jeder, der einen Computer an- und ausmachen kann, ist dem heutzutage mächtig. Und ich glaube, dass da viel Potenzial auch noch drinsteckt, dass man da einfach auch noch mehr machen kann in der Geschichte. Und ja, wir bleiben da auf jeden Fall am Ball und haben noch ganz, ganz viele Perspektiven, die jetzt noch im Februar und im März noch bedient werden. Da ist noch einiges bei uns in der Pipeline. Was würdest du sagen, wie hat sich der Anteil, weil du hast vorhin gesagt, dass so Mediengeschichten auch schon vor der Corona-Krise bei euch eine Rolle gespielt haben, wie hat sich das anteilmäßig verschoben? Kannst du das so ein bisschen in prozentuale Werte fassen? Oh, in prozentuale Werte. Also im Moment ist das, ich sag mal, 90% Medienarbeit, die wir leisten. Also jetzt nicht nur Livestreaming-Arbeit, sondern dann tatsächlich auch digitale Konzepte, die dann auch im übertragenen Sinne Internetkonzepte sind oder Maßnahmen, die über Google funktionieren. Da sind wir auch beratend zur Seite, weil das ist das, was in mir steckt. Also dieses Marketingfeuer dahinter, da bin ich auch recht fit drin und kann mir das zum Nutzen machen, um entsprechend nicht nur einfach platt so ein Livestreaming-Konzept zu verkaufen, sondern den Leuten dann auch ja, die Kundenbeschaffung dahinter sozusagen auch noch abnehme. Und da sind dann doch zumindest etwas mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, der damit umgesetzt wird, sodass ich sagen kann, im Moment ja, von dem, was man noch hat, ist auf jeden Fall 90% Okay. Medienarbeit und 10% geht dann irgendwo an Technik hin, wo man vielleicht mal ein Mikrofon setzt, mit Mischpulten verleiht an andere Leute, die sich auch mal ausprobieren wollen im Streaming-Bereich oder man vermietet mal jetzt, weil noch die dunkle Jahreszeit ist, ein paar Lampen, aber das ist alles so wenig, das fällt gar nicht mehr auf. Und ja, man kann froh sein, dass man da die Fixkosten, die man im Monat so hat, dann gedeckelt bekommt und nicht ja, alles vor die Wand fahren muss. Ja, beschreib doch mal so das kleinste Paket, mit dem du im Moment medienmäßig unterwegs bist. Keine Ahnung, du hast ja wahrscheinlich irgendwie ein Beispiel. Also sind das zwei Kameras und dann hast du dieses Atem, dann hast du vielleicht ein Funkmikro. Wie muss ich mir das vorstellen? Was bringst du alles mit für, ich weiß nicht, den Bäcker um die Ecke?
Für den Bäcker um die Ecke, ja, das ist abhängig vom Budget letztendlich, was dahinter steckt, von dem jeweiligen Klientel. Mein kleinstes Setup ist mein Reporter-Setup, was ich jetzt schon, glaube ich, über ein Jahr habe. Das sind dann mobile Lösungen, die über ein iPhone Pro Max funktionieren. Da habe ich sämtliche Audio-Interfaces, die mit Apple kompatibel sind, auch mo in mobiler Art, also batteriebetrieben. Und bin da eigentlich ganz schnell mit unterwegs und kann gerade Businesspartnern, die mit jetzt nicht High-End-Budget unterwegs sind, Lösungen anbieten, die durchaus auch hin und wieder cinematische Ansprüche erfüllen. Denn mit dem iPhone ist Videodreh richtig, richtig gut möglich. Ja, habe ich jetzt gehört, dass das mit, also ich meine, wenn ich mir hier so ein normales Telefon einziehe, man ganz Tag da, dass die Kameras, die da drin stecken, sind so unfassbar gut geworden mittlerweile. Also wenn ich so an vielleicht vor 10 Jahren oder so an dies, was hatte ich denn damals? Irgendein altes Nokia wahrscheinlich. Da war die Kamera so pixelig, auch Katastrophe. Und heute, wie du schon sagst, es gibt ja auch ich glaube, es gibt mittlerweile auch so Challenges, wo man mit einem iPhone einen Kinofilm dreht. War das nicht sogar so? Ach, du glaubst gar nicht, wie viele Szenen heute im Kino schon mit iPhones oder Smartphones gedreht werden. Da gibt es wahnsinnig viele Filmbeispiele, da sagt nur keiner was. Von daher, also im normalen Konsumermarkt ist das iPhone als Videotool noch im Moment unterschätzt. Die Kenner, die schon damit arbeiten, wissen das und kennen auch die Plattform im Internet, wo man sich darüber Wissen aneignen kann. Ich kann das auch durchaus mal gerade erwähnen, zum Beispiel bei Wolf Films. Das ist der Rainer Wolf, der viele Filme und kleine Clips mit Smartphones dreht oder mit iPhones. Der macht das recht gut, ist auch gleichzeitig natürlich der Betreiber einer großen Smartphone-Zubehör-Shops in ganz Deutschland oder Europa. Ich weiß es nicht, aber in Deutschland ist er schon eine ganz große Nummer mit seinem Arktis-Shop. Und da kann man sich relativ viel aneignen an Informationen und auch nachlesen. Natürlich auch viel Geld loswerden für Zubehör, weil Stell auch mir vor, fürs ja. iPhone gibt es zum Beispiel Objektive für das Gerät. Und Okay. man kann da auch ganz kreative Dinge machen. Und in Verbindung mit so einem kleinen Gimbal ist das natürlich mega. Man kann da ganz nah dran gehen an irgendwelche Sachen und auch spektakuläre Dinge mitdrehen, ja. Ja, Der ja. Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ja. Gib doch mal eine Einschätzung ab, wie geht es weiter mit der Veranstaltungsbranche, vielleicht bis Ende des Jahres? Was würdest du sagen, wie geht's Puh, weiter? Wann können wir also, wieder Party machen? wann können wir wieder Party machen? Also, ich glaube, Online-Partys geht immer von zu Hause aus, wenn man sich da Ja. irgendwo einen Stream reinzieht oder so. Aber dass man wirklich Menschenmassen wieder zusammenbringt im großen Stile, glaube ich nicht, dass das 2021 stattfindet. Ich denke da eher, dass Großveranstalter erst wieder mit Sommer 2022 planen. Die mittleren Veranstaltungen, sage ich mal so, auf städtischem Charakter, werden vielleicht in der zweiten Jahreshälfte möglich werden. So mein Wissensstand im Moment. Ich bin da auch selber im Austausch mit verschiedenen Regionen in NRW, wo ich schon weiß, wie die Planungen laufen und wo man einfach aufgrund von Ungewissheit sich gar nicht rantraut an frühzeitige Events. Und ja, im Bereich der Kleinveranstaltungen, was Hochzeiten betrifft oder private Familienfeiern, sage ich mal, normale Feiern, jetzt nicht so Großhochzeiten mit 400 Leuten, sondern eher so der Bereich so 100 Leute rum um den Dreh. Ich würde es mir wünschen, wenn das ab Juli wieder machbar ist, also so zu dem Sommerferienzyklus hin oder vielleicht nach den Sommerferien. Ist sicherlich auch regionsbezogen, je nachdem, wie hoch der Inzidenzwert der jeweiligen Städte dann ausfällt. Aber ich denke, dass wir nach Ostern, nach den Osterferien, wenn die rum sind, da Lockerungsmaßnahmen haben, wenn der Trend runtergeht.
mit dem 7-Tage-Inzidenzwert und dann die Bundesländer, die da Vorreiter sind, ja, legen da den Maßstab, denke ich mal, so ein bisschen vor und dann werden sich auch viele andere sukzessive daran orientieren, wie die Lockerungen dann aussehen. Ich denke, 50-Mann-Hochzeiten werden vielleicht ab April oder Mai wieder möglich sein und dann werden wir sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber in Stein gemeißelt ist da natürlich nichts. Sobald die Zahlen wieder hochgehen, haben wir den Salat und dann ist alles wieder beim Alten. Ja, ganz genau. Klasse. Marco Maribello, vielen Marco herzlichen Maribello, Dank vielen für herzlichen das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir erstmal alles Gute, einen guten Rest Corona-Zeit. Ja, Man weiß danke, nicht, was danke, kommt. danke. Auf jeden Fall das Allerbeste. Schönen Gruß ins Siegerland. Mach's gut, bis dann. Alles klar, schöne Grüße nach Frankfurt. Tschüssi. Dankeschön. Ciao. Dankeschön.